Wir wollen jetzt kurz gucken, was wir genau machen sollten. Fünf Kämpfe in der Arena. Und noch ganz viele andere Aufträge. Ja, fünf Kämpfe in der Arena. Das gucken wir erstmal ganz kurz, weil ich glaube, wir haben noch nicht alle fünf. Genau, vier Rittersiege. Heißt nochmal das Ganze. Okay, schlafen. Noch nicht buffen, weil wir noch nicht da sind. Hallo, ihr wollt Und bis reisen? Sonntag warten. Ja, den ersten Tag. Also lange. Goodie, schnell in die Taverne. Ist ja nah dran. Nur herein, genießt Eins, euren Aufenthalt. Nur herein, zwei, nur herein, genießt drei, nur herein, genießt euren Aufenthalt. Nur vier, herein, genießt euren fünf, nur herein, genießt euren Aufenthalt. sechs und eine Stunde. Und dann hoffen wir mal, dass wir keine Debuffer diesmal haben. Hallo, es geht sofort los. So, wir hätten gerne Schutz vor Was für ein Magie. Kampf! Wir hätten gerne das da. Wir hätten gerne Bewahrung. Und wir hätten gerne das da. Tada, na, warum erholst du dich nicht? Genau, und das da. So, Arena betreten, Ritter. Du, zaubern. Zaubern. Das tut irgendwie weh. Hast du einen Quick-Zauber, Play? Glaub nämlich gerade nicht. Gut. Eine Weihwand? Das ist ja albern. Okay, sieht schon mal wesentlich machbarer aus. Okay, Implosion hilft nicht bei Luftelementar. Medusa, Königin, die könnten nervig werden wegen Versteinern. Ja. Kein Debuffer, das ist sehr schön. Und Schützen? Okay. Oh. Ja. Zaubern. Zaubern. Sehr gut. Alle schön auf dem Haufen stehen. Das ist eine super Idee von euch. Zaubern. Nichts geht über einen guten Kampf. Ja, nichts geht über Flächenschaden. Oh. Oh, du bist die Falsche. Du implodier mal die da. Nichts geht über einen guten Damit Kampf. kriegen wir auch die Luftelementare down. Oh, ein Goldgolem. Säurestrahl funktioniert. Implosion auch. Okay. Bei ihr ging irgendwas gerade nicht. Säurestrahl geht. Implosion geht nicht. Du bist tot. Ich musste noch keinmal gegenheilen. Das macht echt einen riesen Unterschied, wenn die Buffs bestehen bleiben oder nicht. Die hier müssen jetzt nur noch alle weg. Oh, die Medusa hinten könnten wir eigentlich mit Pfeilbogen töten. Ist jetzt kein bisschen dekadent oder so. Dich auch. Jo, gleich gewonnen. Sehr schön. Wieder 7000 im Sack. Stirb. Wir haben nämlich viele Gegner, die resistent sind gegen bestimmte Zauberarten. Das tut irgendwie weh. Aber wir haben nicht wirklich viele Gegner, die resistent gegen Nahkampfschaden sind. Absahen, abgeben, fertig. 7800. Wir müssen jetzt nach da runterfallen. Hui. Nicht tot diesmal. Sehr gut. Und wo war jetzt die Auftraggeberin? Das ist das nächste Problem. Also ich weiß, wir waren einmal hier in einem Haus, da haben wir einen Auftrag bekommen. Und das war von einem alten Mann. Genau, er hier. Das Festgewand holen. Nee, das war's nicht.
Dann hatten wir unten bei den Docks mehrere Leute. Ich glaube, da war das. Also im Südosten irgendwo. Da in dieser Hüttenansammlung. Was haben wir für NPCs? Ein Seher, Bürger, Bürger, Waffenmeister, ne? Hollyfield, Kondition, kann keiner. Jäger müssten wir die Bäume zufriedenstellen. Kampfkunst kann keiner von denen. Alchemie haben wir schon. Wassergilde sind wir auch schon seit einer Weile drin. Ich habe vor meinem geistigen Auge so ein Frauenporträt gehabt bei dem Auftrag. Genau, sie hier. Erster Ritter. Mein Glückwunsch zu euren Turniergewinnen, meine Freunde. Ich bin froh, euch Kämpfen von nun an Erster Ritter und euch Kämpfen ehrenhalber Weggefährten des Ersten Ritters nennen zu dürfen. Kämpft für immer für das Licht, Erster Ritter. Sehr schön. Jetzt wieder hops nach oben. Und die Stufenaufstiege machen. Und danach haben wir die Qual der Wahl, wo wir weitermachen. Wobei das in Deja mit dem Turm recht interessant klingt. Die beste aus hervorragend. Zwei Stufen. Hervorragend. Hervorragend. Und kein... Hervorragend. Ah doch. Stimmt, weil sie Pfeil schon so hoch hat, ist auch das Trainieren für sie billiger. Sehr gut. Also, was hätten wir denn gerne? 24 Punkte. Warte mal, mit Körpermeister kann man da schon diesen Lebensteilspruch machen oder war das Großmeister? Kann ich das nachträglich noch sehen? Ich glaube schon. Ja, ist nur Großmeister. Schade. Das wäre ein richtig guter Spruch für Gerugon. Aber momentan braucht er hiervon fast gar nichts. Platte ist er Meister. Großmeisterschild wäre, glaube ich, das sinnvoll. Ne, reparieren Großmeister. Kondition Meister sollte auch noch werden. So. Talana, du bist bei 18. Erkennen könnten wir nochmal höher machen Richtung Großmeister. Denn später werden wir schon Sachen finden, die recht schwer zu identifizieren sind. Aber ich würde lieber Sachen lernen, die mir auch wirklich akut was bringen. Also... Es kostet so viel zu steigern. Ich glaube, ich nehme doch Licht. Aber der Säurestrahl ist zwar schick, aber der Lichtpfeil, den es geben soll, hat wohl die Eigenschaft, dass wenig Gegner Resistenzen gegen ihn haben. Also könnten wir den auch spammen mit den beiden hier. 19 Punkte hier. Du brauchst noch Geist. Großmeister. Und du? Luftmagie machst immer nur Implosionen, ne? Das war echt ein Fehler, sie so zu skillen, wie ich sie geskillt habe. Meditation könnten wir jetzt noch höher treiben. Aber ich glaube, ich nehme lieber Erdmagie und... Na, der Flächenzauber Erdmagie, den gab es auch erst auf Großmeister. Nö, sie ist ziemlich vermurkst. Das Einzige, was wir machen können, ist weiter Luftmagie steigern und hoffen, dass wir auf Gegner treffen, die keine Resistenz gegen Luftmagie haben. So, wir brauchen Gold. Wir brauchen ein Ziel. Nicht Notizen. Beruhigt die Bäume im Tyrannischen Forst, indem ihr mit dem ältesten Baum sprecht und kehrt dann zu Lysander Süß in Brakada der Wüste zurück. Da sollen wir das Herz des Baumes finden. Wir wissen aber nicht, wo das Herz des Baumes ist. Geht zum Wachturm 6 in Deja? Ja. Findet die Gebeine in Labyrinth von Niggen. Findet das Festgewand in der Grubenhalle und bringt es Gary Zim in der Brakada-Wüste zurück. Och, ich glaube, ich mach mal das bei den Untoten. Also so schon mal hochwaffen. Also nicht, weil ich glaube, dass ich es schaffen kann. Sondern einfach nur, weil ich gerne mal ein bisschen den Feind drangsalieren will. Bewahrung. Das heißt, wir gehen da hin, gucken, wie gut wir klarkommen. Wir wollen einfach nur töten.
möglichst viele von denen töten. Wir wollen nicht das ganze Ding ausräuchern, sondern einfach nur gucken, wie wir klarkommen und eventuell ein bisschen Gold zusammenbekommen. Schutzzauber hatten wir schon, das brauchen wir noch. Fehlt nur noch das mit allen Stats plus 7. Aber das kann Lay gleich machen. Du bring uns bitte schon mal in die Hölle. Okay, das war keine gute Idee. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mitten in die Stadt teleportiert werden. Mitten in die Stadt. Du zaubern. Den da. Haben wir einen. Wow. Yeah. Brauchen eine ruhige. Nein! Obwohl ihr besiegt worden seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Kehrt ins Land der Lebenden zurück. Es warten noch viele Prüfungen auf euch. Das lief nicht so wie geplant. Ich wollte eigentlich nur weglaufen und möglichst sicher irgendwo mich verbunkern. Aber ich glaube, die Lava hat zu viel Schaden gemacht, zu schnell. Also, wir teleportieren uns nie wieder mit Stadtportal in das Ding rein. Wenn, versuchen wir das von außen. Also. Nur Harald. Kein Gold, keine Bedienung. Was zur Hölle? Ich bin der Herr von Harmondale. Okay. Wir verkaufen jetzt einen lausigen Dolch. Guten Tag. Du willst gar keine Dolche kaufen, oder? Nee. Wenigstens wurden wir nicht beleidigt von ihm. Guten Tag. Darf ich helfen? So, ein Dolch für 200 Gold verkauft. Dürfen wir jetzt bitte in unserer Taverne schlafen? Genießt euren Aufenthalt. Danke. Das Leben ist nicht leicht als Held. So, den haben wir, den haben wir. Vielleicht sollte es einfach nur ein Zeichen sein, dass wir da nicht hingehen sollen. Weil ich könnte immer wieder aus Versehen in die Lava stolpern. Nee. So, wir wollen jetzt nach wo? Nach Deja gibt es keinen Port, also nee. Gehen wir nach Negin. So. Das ist schon übersichtlicher hier. Also wir hätten gerne Flug. Wir würden gerne nicht sterben. Wir würden gerne in den Tunnel rein. Und die Zauber so einstellen, dass jeder auch Schaden machen kann. Achso, du musst noch den da sprechen. So, wo war der... Oh. Wo war der Tunneleingang? Karte. Da. Da war jedenfalls einer. Hier. Nicht schön das Ganze eben. Echt nicht schön. Schutz gegen Magie. Also rein. Du machst bitte Licht. Und dann müssen wir gucken, welche Zauber welchem Gegner gut funktionieren. Hast du den Lichtpfeil? Ne, du hast nur Solarstrahl und Prismenfeuer. Prismenfeuer dürfte bei allen Gegnern klappen. Eigentlich. Aber es braucht halt recht viel und macht nur wenig Schaden, wenn es wenig auf dem Haufen sind. So, Enter. Implosion funktioniert. Pfeil funktioniert. Hirnschlag funktioniert bei denen, glaube ich, nicht. Solarstrahl geht hier drin auch nicht. Fliegende Faust. Okay. Funktioniert nicht. Säurestrahl funktioniert. Ja, das heißt, wir brauchen nur einen guten Kleriker-Zauber, der funktioniert. Hirnschlag? Gut. Funktioniert auch nicht. Das tut irgendwie weh. Na gut, wir waren wirklich Lane nur auf zum Buffen und Heilen. Was ja auch okay ist. Also du, bitte kein Standardzauber. Und jetzt schnetzen wir uns hier durch. Was ist eigentlich mit Lunanira los? Fällt mir gerade so auf. Oh. Genau du. Du bist irrsinnig. Nicht mehr. Und wir würden gerne Schwäche heilen. Das ist die falsche. Furcht verjagen, Lähmung heilen.
schwächer ein. So. Das tut irgendwie weh. Ja, das ist doch eher unsere Kragenweite. Nicht eine ganze Stadt mit Nekromanten auslöschen und in Lava sterben, sondern irgendwelche fliegenden Augen. Die auch bei Lava sind. Wollte mich doch veräppeln.